Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Coffiness und heute machen wir ein Video, um das mich ganz viele von euch schon gebeten haben. Wir gucken uns nämlich mal den Philips Latte Go an und gucken, was der kann, vergleichen den auch und seine Lautstärke ein bisschen und ich hoffe, euch gefällt das Video. Für alle von euch, die das vielleicht noch nicht wissen, Philips und Saeco gehören zusammen, beziehungsweise ich glaube, Philips hat Saeco gekauft und deswegen gibt es immer mal wieder Vollautomaten von denen, die sich sehr ähnlich sehen. Manchmal steht Philips drauf, manchmal steht Saeco drauf und man kommt da leicht durcheinander. In dem Fall finde ich, dass dieser Philips Latte Go total aussieht wie der Saeco Encanto. Wenn ihr die mal nebeneinander haltet, sehen die komplett gleich aus. Der einzige Unterschied ist eigentlich das Milchschaumsystem und auch von der Technik sind die sehr ähnlich. Deswegen werden wir uns heute bei dem Video hier auch auf das Milchschaumsystem konzentrieren und uns das mal ganz genau angucken. Und alles andere zum Mahlwerk, zu den Innereien, zur Brühgruppe, das könnt ihr euch einfach nochmal im Saeco Encanto Video angucken, weil das wäre jetzt einfach nur doppelt, wenn ich das normal machen würde. Und das muss nicht sein. Was ich mir jetzt eigentlich im Vorhinein gehofft hatte, war, dass das Milchschaumsystem schön leise ist, weil beim Saeco Encanto und anderen Saeco Modellen und auch anderen Philips Modellen war der Milchschaumbezug wirklich immer sehr, sehr laut. Und wir hatten halt auch das Problem, dass tatsächlich der Milchschaumbezug lauter ist als das Mahlwerk. Und das kenne ich eigentlich von anderen Geräten nicht. Deswegen habe ich gedacht, neues Milchschaumsystem. Haben sie bestimmt hart daran gearbeitet, dass es leiser wird. Das hören wir uns gleich mal an, ob das geklappt hat. Hier habt ihr einfach nur so einen Milchkanister, den ihr hier aufsetzen könnt. Das ist, besteht aus zwei Teilen, das Ding. Kann man auch ganz einfach abspülen. Das gefällt mir eigentlich super gut. Ist auch ganz leicht einzuhaken. Kann man da einfach reinhängen. Ist auf jeden Fall deutlich schneller sauber zu machen als beim Saeco Encanto oder anderen Philips Modellen, die diese Boxen haben. Die könnt ihr euch in den alten Videos auch nochmal angucken. Das verlinke ich euch unter diesem Video auch nochmal. Und ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an, weil das ist sowieso das, was ihr sehen wollt. Und ich drücke mal die Cappuccino-Taste und nicht nur hingucken, sondern auch hinhören, weil wir wollen ja wissen, ob es ein bisschen leiser geworden ist. Das war jetzt erstmal das Mahlwerk und jetzt hört ihr schon drin, das ein bisschen im Wasserkreislauf aufheizen. Das heißt, er mahlt erst das Kaffeepulver und dann fängt er mit dem Milchschaumbezug an. Und das ist jetzt schon das Pumpen von der Milchschaumpumpe. Und ich habe jetzt überhaupt nichts eingestellt, einfach Standardeinstellung Cappuccino. Und wie ihr hört, es ist immer noch ziemlich laut. Ist auch ein bisschen Vibration in der Maschine, wie man sieht. Das ist jetzt ein Standard-Cappuccino. Ich habe jetzt nicht meine Lieblingstassen dabei, aber das könnt ihr, glaube ich, auch so ganz gut sehen. Und jetzt kommt der Kaffee oben drauf, der Espresso-Bezug. Das war jetzt ein Cappuccino. Dafür ist jetzt nicht unglaublich viel Milchschaum am Start. Sieht aber ganz nett aus. Wie gesagt, der Bezug war ziemlich laut. Und wir wollen einfach nochmal den direkten Vergleich haben und hören uns jetzt nochmal bei dem De'Longhi Vollautomaten, den ich da drüben aufgebaut habe, den Milchschaumbezug an. Wir machen genauso ein Cappuccino. Das ist der Ecam 35005 und mal schauen, ob das genauso laut ist. Bei dem sieht jetzt eigentlich das Milchschaumsystem ein bisschen mehr so aus wie früher bei Saeco und Philips. Und ja, wie ihr hören könnt, ist es deutlich leiser. Sieht auch so ein bisschen kontrollierter aus und der Schaum wird auch noch ein bisschen feiner. Dafür ist definitiv ist ein bisschen schwieriger zu reinigen, weil das Teil müsst ihr auseinanderbauen. Da ist noch ein Schlauch drin. Ich glaube, die Mahlwerke sind jetzt ähnlich laut. Wird jetzt witzigerweise in der unterschiedlicher Reihenfolge zubereitet, dass erst der Milchschaumbezug kommt und dann wird der Kaffee gemahlen. Und der kommt jetzt oben drauf. Hat ein bisschen mehr Milchschaum. Aber es sieht schon ähnlich aus. Auf jeden Fall ist bei der normalen Einstellung hier mehr Kaffee, der durch den Puck gedrückt wird.
da kommt einiges mehr raus. Das würde ich erstmal sofort ändern und den Espresso-Bezug kleiner stellen. Was man nochmal Positives bemerken muss bei diesem Philips-Vollautomaten ist auf jeden Fall, dass der überhaupt nicht irgendwie nach Plastik riecht, wenn man den auspackt. Das finde ich echt schon mal ziemlich schön. Wenn ihr hier den De'Longhi im Vergleich dazu habt, da hat man auf jeden Fall das Bedürfnis, alles nochmal super gründlich auszuspülen. Würde ich sowieso bei jedem Vollautomaten machen. Aber das ist auf jeden Fall ein Plus, dass er irgendwie nicht nach Kunststoff riecht. Das ist ziemlich cool. Das Milchschaufelsystem gucken wir jetzt nochmal an. Ich baue den nochmal für euch auseinander. Hier habt ihr den Latte-Go Milchbehälter und der ist erstmal ziemlich handlich, muss man sagen. Und oben drauf hat er so eine Klappe. Die Klappe kann man einfach abmachen. Die ist eigentlich auch gar nicht unbedingt nötig. Also man kann den auch ohne Klappe benutzen, aber wenn man den vielleicht mal ein bisschen stehen lässt, ist das ganz nett. Und dann hat er hier zwei Teile und die kann man hier unten auseinanderziehen. Da ist so ein kleiner Klicker. Dann klickt ihr die auseinander und dann habt ihr da zwei Teile. Was halt relativ wichtig ist, ist, dass wenn die nicht richtig zusammenstecken, dann läuft hier unten alles sofort wieder raus, was ihr oben reinkippt. Hier ist nämlich ein Loch, der hat ja auch nochmal so eine schöne rote Markierung. Und da läuft dann einfach alles durch, weil hier wird der Milchschaum dann halt durchgespült. Und das heißt, wenn ihr den wieder zusammenbaut, müsst ihr aufpassen, dass ihr das hier oben einhakt. Das ist ein kleiner Haken, an dem ihr das einrasten lassen könnt. Und unten müsst ihr das dann richtig über diesen Nüppel hier rüber drücken, weil wenn das nicht richtig zu ist, dann läuft euch gleich die ganze ganze reingekippte Milch wieder unten raus. Könnt ihr auch mal raten, wer das gleich hinbekommen hat beim ersten Versuch. Und wenn das aber ordentlich drin ist, dann ist das kein Problem. Und das ist halt an diesem Vollautomaten nämlich der große Vorteil, die drei Teile hier einfach unter die Spülmaschine unter Wasser halten, unter fließendes Wasser halten und es ist sauber. Deswegen steht ja auch ganz groß Innovation auf dem Vollautomat. Ist tatsächlich super praktisch. Wäre schön, wenn das Milchschaumsystem ein bisschen leiser wäre und wäre auch schön, wenn der Milchschaum irgendwie noch ein bisschen großzügiger wäre, der da rauskommt. Aber es ist sehr einfach zu reinigen, das muss man wirklich sagen. Insgesamt jetzt die Frage, kann ich diesen Vollautomat empfehlen? Guckt euch am besten nochmal meine Review zum Saeco und Kanto an. Da ist von der Mahlgrad-Einstellung, dem Wassertank, das ist wirklich alles irgendwie genau das Gleiche. Leider ist der Milchschaumbezug jetzt auch nicht leiser geworden und das Gerät ist noch relativ teuer. Ich habe den jetzt gekauft und ich habe dafür 660 Euro bezahlt. Und ich finde, das ist für diesen Vollautomaten noch ein bisschen viel. Die Preise schwanken noch sehr stark im Moment. Kann sein, dass es den irgendwann noch deutlich günstiger gibt. Dann kann man sicher noch mal drüber nachdenken. Für diesen Preis würde ich ihn jetzt erstmal nicht empfehlen. Ups, der Deckel ist ein bisschen klapperig. Also super einfach zu reinigen, aber leider das Milchschaumsystem ist super laut. Ansonsten super schöner Vollautomat, platzsparend, klein. Ich finde, das Design sieht auch schön aus. Bisschen witzig, dass jetzt Philips und nicht mehr Saeco draufsteht. Wir werden hier im Kanal auf jeden Fall auch noch weitere Vergleichsvideos machen, wo wir uns dann zwei Vollautomaten im Vergleich ein bisschen genauer angucken. Und dann könnt ihr nochmal sehen, wie der so im Vergleich abschneidet bei der Espresso-Qualität und so weiter. Das haben wir uns jetzt hier in diesem Video nicht so genau angeguckt. Ich freue mich total, wenn ihr das Video liked und wenn ihr den Kanal abonniert. Das wäre ein Traum und bis zum nächsten Video.